Willkommen zur Drehscheibe. Gerade jetzt auf Weihnachtsmärkten sind Sie vermehrt unterwegs. Taschendiebe. Die Zahl der Diebstähle steigt stark an. Die meisten Fälle bleiben ungeklärt. Ist Ihnen auch schon mal was geklaut worden? Wie schützen Sie sich? Er versteht die Welt nicht mehr. Ein Taxifahrer aus Essen hat Ärger, weil er als Christ einen Spruch aus der Bibel zitiert. Und zwar auf seinem Taxi mit einem Aufkleber. Nicht erlaubt in Deutschland. Politische und religiöse Botschaften auf Taxen sind bundesweit verboten. Jetzt droht ihm die Stadt mit einem saftigen Bußgeld. Eine Kombination aus Regen und Tauwetter. Das kann im Süden und im Westen Deutschlands in diesen Tagen zu einem Problem an den Flüssen werden. Einige Rheinpegelstände zum Beispiel haben schon Hochwasserniveau. Schiffe dürfen dort nur noch langsam fahren und in der Flussmitte. Alarmstimmung aber nicht nur am Rhein. Wie lebt es sich mit mehreren Milliarden auf dem Konto? Mein Kollege Jochen Breyer weiß das. Nicht, weil er selbst so reich ist, sondern weil er es geschafft hat, dass die, die so viel haben, mit ihm darüber sprechen. Das war nicht leicht, denn normalerweise reden sie ungern über ihr Vermögen. Aber ihm ist es gelungen, in die geheime Welt der Superreichen einzutauchen. Ausgesperrt aus dem eigenen Zuhause. So muss sich Familie Gerden fühlen. Bis vor 5 Jahren lebten sie in ihrem Elternhaus im Kohledorf Morschenich in NRW. Bereits umgesiedelt, weil der Energiekonzern RWE an die Braunkohle unter dem Dorf wollte. Dann die gute Nachricht, Morschenich bleibt. Doch ob und unter welchen Bedingungen die Gerdens zurück in ihr Zuhause können, das ist nach wie vor unklar. Ja, vielen Dank nach Bayern, Christoph. Und morgen geht's dann in den Norden auf Expedition Deutschland nach Bremen. Den stressigen Bürojob kündigen, alles hinter sich lassen und dann auf der Sonneninsel leben und arbeiten. Genau das hat Felix Müller gemacht. Jetzt Ökohäuser im alten griechischen Stil auf Kreta und ist glücklicher denn je. Ach, und wir sind zurück im deutschen Winter und verabschieden uns mit diesem schönen Ausblick. Aktuelle Infos gibt's wie immer auf zdfheute.de und in unserer ZDF-Heute-App. Ihnen einen schönen Nachmittag und bis morgen bei der Drehscheibe 10 nach 12. Bis dahin. Tschüss.